Das rechnet sich ziemlich einfach. Unsere Drohnenpiloten sind ein weltweites Netzwerk. Wir sparen dem Kunden die Anfahrtskosten. Das ist normalerweise ein sehr großer Teil der Gesamtkosten für die Drohnenpiloten, für Drohnenaufnahmen vor allem. Und da ist es so, dass wir keine Fahrtkosten haben. Wir haben in Deutschland ein Netzwerk von über 500 Drohnenpiloten und die maximale Distanz oder Anfahrt wären 50 Kilometer in Deutschland. Somit sind diese Kosten raus. Also zunächst, denke ich mal, sind Videoaufnahmen ideal für die Hotellerie oder den Tourismus. Es gibt ein ganz neues Gefühl, eine Leichtigkeit aus der Luft. Jeder träumt vom Fliegen. Das ist was Besonderes schon mal. Zusätzlich haben wir eine neue Perspektive. Wir haben eine große Übersicht. Lage ist entscheidend in der Hotellerie oder im Tourismus. Deshalb kommen Leute zu Ihnen ins Hotel oder in die Region. Wenn man mit einem Blick einen kompletten Überblick hat auf die Lage, auf die Situation, was habe ich in der Nähe, wie ist die Infrastruktur, dann denke ich, kann das für viele Kunden entscheidend sein, auch dieses Hotel dann eben zu wählen. Ja klar, wir sind Full-Service-Provider und wir verstehen uns auch als Full-Service-Provider nicht nur für Drohnenaufnahmen, sondern auch im Nachhinein. Wie kann der Kunde am besten unser Material nutzen? Wie kann er es am besten aufnehmen? Also wir beraten ihn von vorne auf Foto, Panorama, Video und wie er es dann auch verwendet oder nutzt. Wir sehen uns nicht als Airbnb der Drohnenpiloten, sondern eher als das Uber der Drohnenpiloten. Bei Uber ist es sehr ähnlich. Die Taxifahrer oder Uber-Fahrer haben ihr eigenes Auto und bieten Dienstleistungen nebenberuflich noch an. Und genauso ist es bei uns. Unsere Drohnenpiloten sind meist Fotografen oder Kameramänner und haben eine eigene Drohne zu Hause und können zusätzlich für unsere Kunden fliegen. Wie wir auf die Idee kamen, wir haben uns gedacht, es ist, wie gesagt, ein sehr großer Teil, das sollte ich nicht sagen, ein sehr großer Teil der Kosten sind Reisekosten. Und wenn man ein Netzwerk hat, auf das man zugreifen kann, vor allem als größere Gruppe oder Kette im Hotelbereich, dann sagt man, ich habe keine Anfahrt mehr und wir haben den perfekten Profi aus der Region, der dann für einen fliegt. Wir haben bisher Probeaufnahmen für das Best Western Rebstock in Würzburg gemacht. Die sind sehr zufrieden damit und jetzt wollen wir natürlich weiter im Best Western Bereich unsere Dienstleistungen vermarkten.